Kommandant an Computer, erbitte Daten für Landung auf Sinion 2. Computer an Kommandant, X3-0045, Peilung 2-08, Ende. Okay, Logbucheintragung 7-214. Ich entschließe mich zur Landung auf dem zweiten Planeten von Sinion. Ich habe das ewige Einerlei in diesem Ein-Mann-Raumschiff satt. Logbucheintragung 7-214. Ich entschließe mich zur Landung auf dem zweiten Planeten von Sinion. Ich habe das ewige Einerlei in die... Ruhe. Logbucheintragung 7-215, katastrophaler Computerdefekt. Logbucheintragung 7-215, katastrophaler Computerdefekt. Die Stimme quatscht mir alles nach. Ich mache den Landeanflug vorsichtshalber per Hand. Erstes Tonbandprotokoll auf Sinion 2, dem ich hiermit feierlich den Namen Affenplanet gebe, wegen dieses verflixten Computerdefektes. Ich nehme vorsichtshalber eine Sauerstoffdusche. Erstes Tonbandprotokoll auf Sinion 2, dem ich hiermit feierlich den Namen Affenplanet gebe, wegen dieses. Das darf doch nicht wahr sein. Ich halte das nicht mehr aus! Halt's Maul! Halt's Maul? Das werden wir gleich haben. Logbucheintragung 7-217. Ich verfluche den Tag, an dem ich mich für die Stimme von Theresa, dieser wunderschönen Frau, dieses Sexidols meiner Generation, als Stimme meines Raumschiffcomputers entschied und lösche nunmehr alle Speicher, in denen diese Stimme enthalten ist. Das werden wir gleich haben. Logbucheintragung 7-217. Schalt dich aus. Ich verfluche den Tag, an dem ich mich für die Stimme von Theresa, dieser schönen Sexgimmelraum 111. Was hätten wir jetzt ohne Theresa? Was war mir? Er glaubt, dass er meine Stimme gelöscht hat. Eine üppige Vegetation in Blau, Rosa, Orange und Gelb. Er irrt sich. Ein grasgrüner Himmel. Ich bleibe bei ihm. Hunderte von sehr merkwürdigen Geräuschen, für die ich keine Erklärung habe. Das Ein-Mann-Raumschiff ist eine Erfindung des Teufels. Diese Einsamkeit macht den gesündesten Mann zu einem Psychopathen. Wie hört ihr mich? Einsamkeit macht also wenn ich nicht so bescheiden wäre, würde ich sagen, du hast eine gute Wahl getroffen. Ich bereue meine Wahl. Und warum? Deine Stimme gaukelt mir deine Nähe. Bin ich verrückt? Warum? Deine Stimme gaukelt mir deine Nähe vor. Du verstehst mich, deine wirkliche körperliche Nähe. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch wohl etwas ganz anderes. Ich habe Halluzinationen, ich höre Stimmen. Zentrale. Zentrale, bitte kommen. Bitte Blitzauskunft von Zentrale. Hier Zentrale, Colonel Lloyd, wie geht's dir? Wo stecken Sie? Was kann ich für Sie tun? Hallo, Colonel, bin auf Sinion 2. Bitte Auskunft über Stimmen, die ich höre. Nein, jetzt sehe ich auch Gestalten. Sehr viele, in Zweiergruppen. Immer ein Mann und eine Frau. Aha. Die Frau sieht aus wie Theresa. Und der Mann? Colonel, ich bin verrückt, das bin ich selbst. Warten Sie einen Moment, Pearson, ich befrage den Zentralcomputer. Ich habe Sie noch nie gefragt, ob Sie damals für mich entschieden haben. Für Ihre Stimme. Und nicht für meinen Körper. Theresa, eben deshalb ist ja alles so verzwickt. Aber Sie waren ich hatte keine. Aber Sie waren hören Sie mich, Pearson. Colonel, die Erscheinungen kommen jetzt auf mich zu. Soll ich von meiner Schusswaffe darauf machen? Um Gottes Willen, Mann, Sie haben keine Halluzination. Es handelt sich um reale Lebewesen von höchstem Interesse für uns. Es handelt sich um, ich zitiere, Polymorpha telepathica, eine Spezies von hoher Intelligenz. Die Exemplare verwandeln sich durch Pseudokonvergenzien ihrer Organe in jede beliebige Gestalt. Colonel, was soll ich tun? Und so Hemmungsmechanismen bei eventuellen Feinden. Was soll ich tun? Sie umzingeln mich! Hören Sie, Pearson, hier steht weiter. Sie sind befähigt, die Gedanken und Vorstellung einer Person als Gestalt und Aktion zu realisieren. Denken Sie mal ganz intensiv an irgendwas Bestimmtes, zum Beispiel Elefanten. Wird gemacht, Colonel. Aha, sehen Sie, es hat geklappt. Die Biester greifen mich an. Ja, weil Sie sich das vorstellen. Nur die Ruhe. Stellen Sie sich mal friedlich weidende Elefanten vor, die Ihnen den Rücken zukehren. Fantastisch. Es klappt! Na, nun wissen Sie ja Bescheid. Hals- und Beinbruch, Pearson. Danke, Colonel. Und jetzt stelle ich mir mal so was richtig Schönes vor. Ja, ich komme! Ich komme ja schon, Schatz. Fabelhaft.
Du kannst mich natürlich anfassen. Ja, ich bin in jeder Beziehung okay. Gut, das werden wir jetzt mal ausprobieren. Wir jetzt mal ausprobieren. Du sollst nicht das sagen, was ich sage, sondern was ich denke. Pass auf. Pass auf. Ach, Liebling. Liebling, ich werde dir nie mehr ins Wort fallen und deine Sätze nachäffen. Das will ich hoffen. Ich erforsche jetzt den Planeten Simeon 2, Ende des Tonbandprotokolls. Ja.